uns als Komplettanbieter in dem Sinne, als dass wir neben einer ingenieurtechnischen Komplettleistung auch die fertigungstechnische Komplettleistung abbilden können. Das bedeutet, dass die Wertschöpfungskette, die wir in unserem Haus abbilden können, bereits beginnt mit der Konstruktion, der Detailplanung, Detailkonstruktion, der Zeichnung und der schweißtechnischen Umsetzung der Komponenten und Apparate, die wir dann für unsere verfahrenstechnischen Anlagen brauchen. Beispielsweise werden Rohrbündelwärmetauscher bei uns selber projektiert und geplant, thermodynamisch ausgelegt und dann im Zuge der Konstruktion umgesetzt und auch schweißtechnisch dann gebaut. Die Kopfanlagenbaugruppe deckt eine sehr große Bandbreite an Verfahrenstechniken ab, beginnend mit Projekten im kommunalen Bereich, wo wir Kläranlagen ausrüsten, aber genauso gut auch Trinkwasserwerke ausrüsten und bauen, haben wir ein neues Produkt im Bereich der Pulveraktivkohledosierung entwickelt, als schlüsselfertiges, standardisiertes Produkt für die Nachbehandlung von Wässern aus Kläranlagen. Wir sind aber auch im Kraftwerksbereich tätig. Dort liefern wir Ammoniakverdampferanlagen, sowohl als Kontaktverdampferanlagen, genauso wie als Sprühverdampferanlagen. Wir bauen Anlagen für thermische Nachverbrennungsprozesse, genauso wie für katalytische Verbrennungsprozesse. Wir sind erfahren im Bereich des Baus von Anlagen für thermisch-regenerative Nachverbrennung. Wir arbeiten im Bereich Wasser, auch im Kraftwerksbereich, unter anderem bei der Aufbereitung von Vollentsalzung oder von Wässern zur Vollentsalzung. Wir behandeln aber auch Wässer für Industriepartner, wo es darum geht, den abwasserfreien Betrieb sicherzustellen. Schweißzulassungstechnisch und von den Genehmigungen und Zertifikaten, die wir haben, decken wir praktisch alles ab, sodass wir auch höchste Anforderungen im Hinblick auf Druckbelastbarkeit, Materialeinsatz abdecken können. Zum Thema Wertschöpfungskette kann man zum Abschluss vielleicht noch festhalten, dass sich das schweißtechnische Know-how mit dem anlagentechnisch bzw. verfahrenstechnischen Know-how ideal ergänzt und das zu einer Abrundung der gesamten Leistungsfähigkeit der Kopfgruppe führt.